Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Ethereum-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum-US-Dollar 4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, sind wir oben von unserem lokalen Hoch bei ca. 2000 Dollar zum aktuellen Kurs schon um ca. 15% korrigiert. Für alle, die das letzte Video gesehen haben, ist das nicht sehr überraschend, denn in dem letzten Video haben wir schon darüber gesprochen, dass Ethereum jetzt hier auf starke Resistance trifft und wir deswegen bei 2000 Dollar Teilprofite realisieren. Also für alle, die das letzte Video gesehen haben, sollte das sich jetzt hier auf jeden Fall schon gelohnt haben. Und ansonsten seht ihr auch, dass wir jetzt hier aus unserem Rising Wedge hier ausgebrochen sind. Das haben wir in dem letzten Video auch besprochen. Jetzt müssen wir genau auf den grünen Kasten achten, wenn wir den von unten antesten und dann unter das letzte Tief hier ungefähr bei 1620 Dollar fallen, dann könnte sich ja tatsächlich das Rising Wedge ausspielen und dann könnt ihr nochmal ein gutes Stück weiter runtergehen. Das schauen wir uns jetzt hier nochmal auf den 4-Stunden-Chart an. Also wenn wir jetzt hier einen Retest nochmal sehen auf unsere wichtige Supportzone hier, die jetzt Resistance ist, also dieser grüne Kasten hier ungefähr bei 1715 bis 1800 Dollar und dann hier abgelehnt werden und dann gleichzeitig hier unter die letzten Tiefs hier in dem Bereich von 1620 Dollar fallen, dann wäre sowohl die Marktstruktur gebrochen, als auch hätten wir dann hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich hier dieses Rising Wedge ausspielt. Und dann seht ihr auch hier wäre das nächste Support-Level, auf das wir achten, hier unten erst nochmal in der 1400-Dollar-Zone. Das wäre also von dem jetzigen Level dann hier nochmal ein potenzieller Ausverkauf von weiteren 19%. Deswegen ist es jetzt einfach extrem wichtig hier, diese zwei Zonen in der kurzen Zeitfrist zu beobachten. Einmal den grünen Kasten, werden wir hier abgelehnt, das wäre eben bearish. Und dann eben noch die 1620 Dollar. Wenn wir hier unter die letzten Tiefs fallen, dann ist hier wirklich die Marktstruktur gebrochen. Und dann rechne ich, wie gesagt, hier noch mit einer sehr starken Korrektur in Richtung der 1400 Dollar. Das wäre so hier das Bail-Szenario. Das könnten wir hier nur widerlegen, wenn jetzt hier Ethereum sofort nochmal schaffen sollte, über die 1800 Dollar zu steigen. Wir dann uns hier nochmal in dieser Range einpendeln. Deswegen ist jetzt einfach extrem wichtig, auf den grünen Kasten hier zu achten, bei ca. 1750 bis 800 Dollar. Und dann hier unten noch die Tiefs bei 1620 Dollar. Ansonsten, wenn wir jetzt hier in der kurzen Frist noch auf den Lux Algo-Indikator schauen, seht ihr auch, wir sind jetzt hier kurzfristig unter die Neo-Cloud gefallen. Das heißt also, die kurzfristige Aufwärtsbewegung hier ist jetzt erstmal unterbrochen. Und ihr seht auch, wir hatten hier nochmal ein Sell-Signal von ungefähr 9%. Also jetzt müssen wir genau darauf achten, auch bei dem Lux Algo-Indikator, ob wir hier in der Neo-Cloud abgelehnt werden. Das wäre ebenfalls ein bearish Zeichen. Oder wir es hier wirklich nur mit einem Fake-Out zu tun haben und dann hier nochmal zügig über die Neo-Cloud steigen, dann hätten wir die Möglichkeit, hier den Aufwärtstrend nochmal fortzusetzen. Das heißt also für alle, die mit dem Lux Algo-Indikator traden und die Neo-Cloud verwenden, unbedingt darauf achten, ob die Neo-Cloud jetzt als Resistance dient oder wir wieder über sie steigen und als Support bestätigen können. Auf dem Ethereum-US-Dollar-Tagesschart, auf dem wir jetzt sehr zu finden, sehen wir ein ähnliches Bild. Hier haben wir in dem letzten Video ja auch die verschiedenen Resistance besprochen. Wir hatten hier von dem letzten dynamischen Ausverkauf die Fibonacci Retracement Level angelegt und auch erkannt, dass eben wir hier genau an das 0,382 Fibonacci Retracement Level laufen. Ihr seht, hier wurden jetzt tatsächlich auch abgelehnt. Zusätzlich haben wir hier auf dem RSI gesehen, dass wir eben hier schon stark überkauft waren, was eben auch dann hier nochmal für einen temporären Ausverkauf sorgen kann. Jetzt seht ihr auch, sind wir hier auch schon unter die wichtige Supportzone hier von diesem grünen Kasten gefallen. Ist also hier auch schon mal ein deutliches Schwächezeichen. Aber ihr seht auch, genau bei der Zone, die wir vorhin auf dem 4-Stunden-Chart gesprochen haben, haben wir jetzt hier auch das 0,236er Fibonacci Retracement Level bei eben den 1620 Dollar. Das heißt also auch auf dem Tagesschart ist diese Supportzone jetzt sehr wichtig. Ihr seht, die war hier zuvor schon mal Resistance. Dann hatten wir hier nochmal Berührungspunkte als Support, bevor wir die 2000 Dollar erreicht haben. Und hier wird es jetzt auch drauf ankommen. Können wir hier nochmal bei den 1260 Dollar bouncen und schaffen es hier nochmal über den grünen Kasten, dann rechne ich tatsächlich damit, dass wir die Aufwärtsbewegung fortsetzen können in Richtung 2100 Dollar. Dann hätten wir hier einfach nochmal so gesehen einen doppelten Boden gesetzt. Sollten wir allerdings unter die 1026 Dollar fallen, hier so auch unter diese letzten Tiefs und werden dann hier abgelehnt, dann rechne ich auch ganz klar damit, dass wir runterfallen in die 1400-Dollar-Zone. Deswegen ist es jetzt einfach extrem wichtig zu schauen, wo die nächsten Tageskerzen schließen. Sobald wir unter den 1026 Dollar schließen und dann eben mit einem Retest nochmal abgelehnt werden, dann rechne ich ganz klar damit, dass es weiter runter geht in Richtung der 1400 Dollar. Und dann abschließend für den Ethereum-US-Dollar-Wochenchart nochmal die wahrscheinlich wichtigste Resistance. Und das ist die 21er EMA Weekly, die wir ja auch in dem letzten Video besprochen haben. Ihr wisst ja allgemein,
Die 21er EMA Weekly ist unser Bull Market Support Band. Wenn wir uns über der 21er EMA befinden und die 21er EMA uns hier als Support dient, dann befinden wir uns in einem Bull Run. Erst in dem Moment, in dem wir unter die 21er EMA fallen und sie dann als Resistance dient, dann sind wir hier in einem Bärenmarkt. Und ihr seht, aktuell dient hier die 21er EMA noch ganz klar als Resistance, denn wir wurden mit der aktuellen Wochenkerze hier genau an der 21er EMA abgelehnt. Und hier kommt es jetzt eben auch drauf an. Ihr seht, wir haben hier diesen extrem wichtigen horizontalen Support. Der liegt hier auch ungefähr bei $1670. Und ihr seht wirklich, wie extrem viele Berührungspunkte wir hatten. Wir hatten hier etliche Berührungspunkte, hier ebenfalls und vor diesem letzten Ausverkauf auch nochmal sehr viele Berührungspunkte. Und hier wird es jetzt auch darauf ankommen, können wir hier den Support auf dem Wochenchart bei ungefähr auch den $1650 hier halten. Dann wäre das ein positives Zeichen. Dann könnte es hier auf dem Wochenchart sich nochmal ein höheres halten. Wir schaffen es vielleicht sogar in den nächsten Wochen hier über die 21er EMA auszubrechen und könnten die Rallye dann hier vielleicht bis zu der nächsten Resistance auf $2400 fortsetzen. Sollten wir jetzt allerdings unter hier unsere wichtige horizontale Supportlinie fallen, dann seht ihr eben auch, wenn wir hier einmal diese Linie duplizieren, hätten wir hier den nächsten Support auch erst nochmal ungefähr in der $1400 Zone, wie auf dem 4-Stunden-Chart und dem Tageschart vorhin erklärt. Also deswegen ist jetzt einfach extrem wichtig hier, auf den verschiedenen Timeframes die $1600-Zone zu beobachten. Sobald wir darunter fallen, abgelehnt werden, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass wir diese Korrektur fortsetzen in Richtung der $1400. In diesem Moment, wo wir unter die $1620 fallen, werde ich persönlich meine Ethereum-Long-Position dann auch komplett schließen. Dann kommen wir jetzt noch zu den Ethereum-News und On-Chain-Daten. Und hier konnten wir sehen, dass jetzt im Laufe der Korrektur, im Laufe der letzten 24 Stunden nochmal $600 Millionen hier liquidiert wurden. Das ist mal wieder ein 8-Monats-Hoch. Und vor allem muss man auch sagen, hier sieht man wirklich, wie extrem schnell die verschiedenen Trader nochmal gierig werden und einfach viel zu hohen Hebeln in den Markt gehen. Deswegen empfehle ich immer maximal einen 5er-Hebel. Vor allem, wenn man Anfänger ist, würde ich mit gar keinem Hebel oder maximal vielleicht noch mit einem 2er- bis 3er-Hebel traden. Aber mit dem Hebel sollte man es auf keinen Fall übertreiben. Jeder kann auch einen Stop-Loss verwenden, also man muss hier auf keinen Fall liquidiert werden, vor allem wenn ihr eben im Profit seid und man dann eben auf Resistance trifft, wie wir es eben hier in den letzten Videos hier für Bitcoin besprochen haben und davor auch hier für Ethereum. Ihr seht, die Videos waren vor der Korrektur hier vor 4 und 5 Tagen. Ist es einfach extrem wichtig, auch wirklich dann Teilprofite zu realisieren. Es ist noch niemand arm davon geworden, Profite zu realisieren. Also das ist wirklich extrem wichtig, wenn eure Trades gut laufen und ihr seht, dass ihr dann einfach in die Resistance läuft, vor allem in multiple Resistance-Zonen läuft, dann ist es einfach extrem schlau, immer einfach Teilprofite zu realisieren. Und wenn wir dann die Resistance überwinden, kann man im Nachhinein immer noch die Position nochmal erhöhen. Das ist also wichtig. Wenn ihr Profite nimmt, heißt es ja nicht, dass man zu einem späteren Zeitpunkt die Position nochmal aufstocken kann. Allerdings, wenn dann eben jetzt eine riesige Korrektur kommt und man wird liquidiert, dann sind einfach alle Gewinne weg und das wollt ihr einfach vermeiden, denn das kostet einen wirklich viel Geld auf lange Sicht. Ansonsten, der Grund für die aktuelle Korrektur haben wir auch schon ausführlich in dem Video von gestern besprochen. Das hat momentan einfach damit zu tun, dass ja bei dem Fed-Protokoll nochmal gesagt wurde, dass eben hier die Zinsen erhöht werden, so lange, bis die Inflation nicht deutlich nachgelassen hat. Die Fed hat hier einfach nochmal einen hawkischeren, also einen falkenhafteren Ton angeschlagen. Das sorgt einfach für Unsicherheit im Markt. Das sind vor allem bei dem DXY. Ihr seht, der DXY setzt auch heute hier seine Rallye weiter fort, nähert sich hier wieder dem lokalen Top vom 14. Juli. Und ihr wisst ja allgemein, wenn der DXY steigt, ist das ein Risk-Off-Move und dann leiden eben vor allem die Risk-On-Assets. Das sehen wir momentan bei Bitcoin und Ethereum. Die sind ja jetzt in kurzer Zeit relativ stark gefallen. Und vor allem sehen wir auch hier die traditionellen Märkte. Das ist hier der S&P 500. Trifft jetzt hier einfach auf eine technische Resistance. Ihr seht, wir haben hier diese abfallende Resistance-Linie. Zudem war auch der RSI hier massiv überkauft. Das heißt also, hier ist nach dieser deutlichen Erholungsvalley, das waren jetzt hier ungefähr 18%, ist hier einfach jetzt auch mal eine Korrektur wieder überfällig. Und wenn die traditionellen Märkte fallen, aufgrund der engen Korrelation zu den Kryptowerten, übt das dann auch nochmal Druck auf Bitcoin und Ethereum aus. Deswegen sehen wir jetzt einfach die Korrektur. Für alle, die das ausführlich interessieren, können sich hier nochmal das gestrige Video anschauen. Ansonsten für die Ethereum-spezifischen News hat hier jetzt das Ethereum-Team nochmal mit einigen Ethereum-Gerüchten aufgeräumt. Das muss ich auch sagen, hier gibt es einfach noch extrem viele Fehlinformationen über den Merge. Deswegen möchte ich hier nochmal einmal die Vorteile des Merges kurz zusammenfassen. Also die drei wichtigsten Vorteile sind einmal eben, dass wir von Proof of Work auf Proof of Stake wechseln. Dadurch verbraucht das Ethereum-Netzwerk 99,5% weniger
Energie. Dann werden die Ethereum, die ja über den Mining Reward auf den Markt gekommen sind, wegfallen, da es keine Miner mehr gibt. Deswegen werden 90% weniger Ethereum neu auf den Markt kommen. Das ist unser Triple Halving. Und dann eben noch die Staking Rewards, die werden verdoppelt von ungefähr 4% auf 8 bis 10%. Das hängt ja davon ab, wie viel Ethereum wirklich eingeloggt werden zum Staken. Aber das sind die Haupt-3 Vorteile. Und jetzt, was eben der Merge nicht beinhaltet und wo es hier sehr viele Fehlinformationen gibt, das bezieht sich auf die Skalierbarkeit und auf die Transaktionskosten von Ethereum. Durch den Merge werden die Transaktionskosten nicht großartig fallen und Ethereum wird auch nicht großartig skalierbar. Das passiert erst nach dem Merge. Nach dem Merge kommt nämlich der Surge und da geht es eben darum, Ethereum zu skalieren auf bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde und dann werden eben auch die Transaktionskosten deutlich fallen. Aber das ist wie gesagt erst im nächsten Schritt und wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre dauern, vielleicht sogar länger, bis es soweit ist. Das ist einfach noch extrem wichtig zu beachten. Und ansonsten wurde ich auch sehr oft gefragt von Ethereum-Hodlern, ob man hier bei dem aufkommenden Upgrade hier, also von Ethereum 2.0, bei der Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, wo ja dann Ethereum 2.0 rauskommt, ob man hier irgendetwas beachten muss. Und hier habe ich euch nochmal genau bei der Homepage von Ethereum nachgeschaut und ihr seht es nochmal ganz deutlich. Also hier steht ganz klar, dass man nichts unternehmen muss. Hier gibt es also keine Aktion, die man selbst hier aktiv vornehmen muss. Bei der Umstellung, das passiert alles im Hintergrund. Ihr solltet sogar eher aufpassen. Wahrscheinlich wird es ja sehr viele Scammer geben, die dann irgendwie sagen, ey, schick mir deine Ethereum Proof of Work und dann schicke ich dir die Ethereum Proof of Stake, die sie dann vielleicht hier irgendwie als Ethereum Foundation ausgeben wollen. Und da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr euch hier nicht hinters Licht führen lässt. Wie gesagt, ihr müsst hier von eurer Seite aus nichts aktiv unternehmen bei dieser Umstellung auf Proof of Stake. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.